Herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Wir sind hier beim großen Reisenduro-Vergleichstest 2019. Da darf natürlich die 97er KTM Adventure nichts fehlen. Wir haben auch ein bisschen rund um dieses Motorrad, dieses Feld an Motorrädern ausgewählt. Also es sind jetzt da keine K12er Gläser oder sowas dabei. Und jetzt schauen wir uns in dem Video an, wie schlägt er sich jetzt im direkten Vergleich. Die neue Wunderwaffe aus Mattighofen. 5 Piloten haben für euch Gas gegeben. Bleibt dran. Ja, wie ihr seht, der Reise-Enduro-Vergleichstest 2019 in dieser Hubraumklasse, ein bisschen unter 1000 nehmen wir es mal. Seht ihr, ist eine schöne Auswahl an Motorrädern mit dabei und ein bisschen als Gaststarter die Scrambler 1200 und 5 Testpiloten haben für euch Gas gegeben. Was wir auch mit dabei haben, ist eine Wertung. Wir werten diesmal wieder die Motorräder und dabei ist so, ihr habt es letztes Jahr schon mal bei einem Video gesehen beim Naked Bike Vergleichstest, jeder von uns hat 4 Punkte zu vergeben, einen Doppelpunkt, wenn man den Helm auf einem Motorrad hängt und quasi einzelne Punkte mit den Handschuhen. Das heißt, jeder von uns nimmt jetzt seinen Helm und seine 2 Handschuhe und vergibt quasi die Punkte für die Motorräder und der Gregor, der akademisch werdende Superstatistik-Experte, wird es dann zusammenrechnen und hat dann eine Endergebniswertung für euch. Und die Videos laden wir nachher natürlich in aufsteigender Reihenfolge hoch. Also dieses Motorrad mit den meisten Helmen und Handschuhenpunkten kommt dann als grande Finale in dieser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-teiligen Videoserie für euch auf 1000 Best TV. So, da. Und jetzt haben wir unsere Punkte vergeben. Gregor, walte deines Amtes, hol die Stricherlisten und zähl die Punkte zusammen, die die Leute vergeben. Es werden natürlich einige punktegleiche Motorräder sein, aber ich glaube, es kristallisiert sich auch heraus, dass da doch den einen oder anderen Favoriten gibt. Der KTM 97 Adventure ist so, ich kenne es schon von der Präsentation und bin die R- und die Standardmaschine dort ausgiebig gefahren und bin jetzt hier bei uns in Österreich auch schon gefahren. Und ich muss sagen, das Schöne ist an der Maschine, dass sie keine Mogelpackung ist. Diese Farbgebung, die Formgebung vermittelt ein bisschen Aggressivität und das ist auch so, wenn man es direkt im Vergleich hat mit den anderen, ist es so, dass das den sportlichsten Flair versprüht. Du hast eine relativ straffe Sitzbank, du hast dann einen mechanischen Motorlauf, du hast ein spritziges Ansprechverhalten, also ein cooles, sportliches Motorrad, das zum Beispiel beim direkten Umstieg von der Moto Guzzi so das krasse Gegenteil ist. Das hier will nach vorne, das hier will aggressiv sein, das will böse sein und das passt auch zum Design, also keine Mogelpackung. Und jetzt bin ich gespannt, wie meine Kolleginnen und Kollegen das sehen, weil wir haben ja hier so eine Punktewertung mit am Start. Ich sehe hier einen Helm und 2 verschiedene Handschuhe. Jetzt muss ich rausfinden, wer das hier platziert hat. Und als erstes hole ich mir mal den Max her. Max KTM 97 Adventure ist jetzt hier nicht die R. Du mit deiner Größe wärst möglicherweise mit der R besser bedient. Hast du hier Punkte vergeben und warum? Absolut. Ich habe einen Handschuh hergelegt. Sie hat mich wirklich begeistert. Ich muss sagen, es ist das erste Mal auch, dass ich sie fahre. Was mich nicht so begeistert, ist die Optik, aber das ist wie immer sehr subjektiv und Geschmackssache, wie man so schön sagt. Aber die Fahrleistungen, der Motor, die ganze Haptik, die Aufmachung, dieser konsequente Leichtbau überall, das taugt mir richtig und das ist einfach dieser technokratische Anspruch, den KTM wie so oft auch in dem Bike hier wieder mitbringt. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sagen wir mal, das Positive ist einfach Motor, die Charakteristik, die Drehzahl, Entfaltung, das dreht wunderbar durchs Band, hat immer genug Kraft, also genau richtig dosiert, zusammen mit dem Schaltautomat, mit dem genialen Blipper, der auch hier wieder wie an der 97 Duke schon echt optimal funktioniert. Ist echt ein Gedicht. Auf der Straße im Betrieb ist mir dann vorkommen, ist sie ein klein wenig träge, trotz dessen, dass sie die leichteste im Test ist. Sie hat ja, glaube ich, nur 189 Kilo Trockengewicht, aber trotzdem muss man das Bike sehr aktiv über den Lenker fahren. Ja, da ist schon ein bisschen Zug und Druck notwendig, um sie auf der Straße in die Radien zu werfen. Aber im Gelände wieder merkt man auch, wo KTM zu Hause ist. Super Knieschluss, super Position am Bike, gerade für meine Größe hat es richtig Spaß gemacht. Auch die elektronischen Features, also dieser Offroad
Offroad-Mode, den man da auswählen kann im Display. Das ist genau richtig dosiert, das lässt ein bisschen einen Ausbrechwinkel zu, wenn man es mit dem Gasanlegen zu Vorschäben angeht. Hallo, ich habe gesagt, wir sollen keine Drifts machen wegen den Bauern da oben. Naja, Nils, wenn du nicht hingeschaut hast, dann werde ich einmal Gas geben. Nein, du, alles im Rahmen. Aber in Summe wirklich ein tolles Allrounder-Bike. Gefallen tut es mir halt nicht so, ja, und deswegen nur ein Handschuh von mir. Okay, da bin ich sehr gespannt, wie die anderen das sehen, weil da immer wegen der Optik gematschert wird. Aber ein paar Kommentare werden dann sicher wieder in die Richtung gehen. Max, Weltklasse, jetzt holen wir uns den Schaf her. Wenn man sieht, ich weiß nicht, ob man es in den Videos sieht, Schaf hat ja auch irrsinnig lange Haxen. Schaf, gell, das ist ein Wahnsinn. Jetzt haben wir hier die Maschine, die niedrige, die Adventure, nicht die R. Und hier auch die Standard-Sitzbank, da könnten wir auch die große Sitzbank drauf. Fangen wir gleich mal an. Hat es genug Platz oder war sie dir zu tief? Nein, es hat super funktioniert. Also es ist für mich so KTM-typisch, da sitzt man total schön oben, nicht drinnen. Und man hat viel Bewegungsfreiheit und der Kniewinkel ist immer noch sehr, sehr entspannt. Also für mich hat das wirklich, wirklich gut funktioniert. Und es ist, kritisieren kann ich, also ich habe keine Punkte gegeben wieder, kann aber trotzdem viel mehr Positives sagen. Also ich sage es gleich, ich fange mit dem Negativen an. Den Punkt hat es deswegen nicht gekriegt, weil sie mir für eine Reisemaschine zu sportlich und unbequem ist. Und das liegt eigentlich nur am Fahrwerk. Also ich möchte gar nicht sagen, das Sitz, weil ich gesagt, sitzen tut man da total gut drauf, aber das Fahrwerk, das ist mir einfach zu sportlich abgestimmt. Aber, um vom Positiven zu sprechen, mir ist zum Beispiel auch die Optik, mir gefällt es auch überhaupt nicht, aber mir ist es vollkommen wurscht. Das sieht man eh. Bei mir, ich bin das beste Beispiel dafür. Die Fahrerei ist ein Traum. Also der Max hat eh schon das meiste gesagt, es ist auch wirklich, der Motor ist drehfreudig, in allen Bereichen geht er gut, die Bremsen sind super, der Quickshifter ist ein Traum und natürlich, wenn man schneller fährt, das Fahrwerk, das einfach schnell arbeitet und nicht dieses Einsackende hat. Damit macht die Kurvenwetzerei halt viel mehr Spaß. Und das ist, mir ist auf der Großen genauso gegangen. Also wenn es schneller wird, machen KTMs einfach ja, am meisten Spaß, ready to race. Das ist nicht gelogen. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt holen wir den nächsten Kollegen ins Bild. Wolf ist ein extrem routinierter Reisepilot, hat einen eigenen YouTube-Kanal und da ist so, ich verrate es gleich, an Tiger 800 fährst du privat, fährst 40.000 Kilometer im Jahr, hast du wie gesagt. Ich empfinde die Maschine als sehr sportlich. Für dich zu sportlich als Reisemotorrad, Wolf, oder hat es passt? Das ist absolut die sportlichste in dem Kreis und hat mir gefallen. Man sieht ja auch, der schönste Helm hängt da drauf. So, du warst das. Ich habe mir ganz ehrlich gedacht, komm doch nicht, der Haber mit den zwei Punkten. Da steht eh Wolf, ein kleiner Hinweis steht drauf. Ja, super. Also, ja, Wolf, Alter, du gibst jetzt zwei Punkte? Ich gebe jetzt zwei Punkte, weil sag jetzt, wenn ich immer alleine fahren würde, ich habe sehr oft die Sozia dabei, wenn ich alleine fahren würde, dann wäre das meine, wahrscheinlich die eher, aber wir haben das Vergnügen gehabt, dass wir die schon in Marokko ausgiebig testen haben dürfen und das ist einfach ein Motorrad, das ein bisschen flotter über den Schotter bewegt werden will. Flotter über den Schotter, bist du deppert, das ist ein Wortspiel. Du bist, also merkt man, dass du ein echter Journalist bist. Du, wie lange machst du schon Journalismus, Sportjournalismus, wenn ich fragen darf? 30 Jahre, jetzt kann man sich ungefähr ausrechnen, wie alt ich bin. Nein, bei den Fußballspielen, da braucht man diese Formulierungen. Flotter über den Schotter und so, das ist ganz wichtig, oder? Ja, aber ich habe da eben auch immer wieder versucht, bewusst diese Mugeln angesteuert und so und das schluckt wirklich alles, also überhaupt kein Problem. Und es ist das Sportlichste, also das heißt, es ist ein bisschen schwieriger zum Einlenken, ist ein bisschen härter auch von der Abstimmung als die anderen da in dem Kreis. Was mir sehr gut gefällt, ist einfach die Ergonomie, wenn ich drauf sitze oder auch wenn ich stehe und der tiefe Schwerpunkt. Also wir haben ja das eben in Marokko auch kennengelernt, was da alles geht und das ist einfach dem tiefen Schwerpunkt geschuldet. Du sitzt drauf fast wie auf einer 690er, dass die unten platt ist, das siehst du nicht, wenn du oben sitzt. Das ist eine Geschmackssache, mich stört es nicht, aber wenn du oben sitzt, glaubst du fast, du sitzt auf der 690er. Und das macht es dann irrsinnig einfach zum Handeln. Sehr gut. Ich weiß nicht, sonst noch was zum Sagen? Irgendwelche positiven, negativen, langweiligen, tollen? Schade ist, dass dieser wunderbare Quickshifter, den alle schon gelobt haben, nicht Serie ist, im Unterschied zur Duke. Den haben sie ja gemeinsam mit dem Motor entwickelt und das merkt man schon. Also ich glaube, so Geld müssen sie schon verdienen. Ja, okay, aber da sind sie wahrscheinlich draufgekommen bei der Duke, dass das so gut ist und okay. Aber den würde ich jedem empfehlen und dann würde ich auch jedem, der sich die normale Adventure kauft, den Offroad Pro Modus empfehlen, weil du da ganz einfach dann noch die Traktionskontrolle individuell einstellen kannst und so und das ist schon wert. Also das Motorrad, die Federwege reichen von dem Motorrad absolut für das, was 90% der Leute fahren. Also die R hat ja, wie du weißt, ein sensationelles Fahrwerk, wo vielleicht in dem Kreis nur die Scrambler 1200 hinkommt, allerdings mit dem hohen Schwerpunkt und so nicht annähernd so zu fahren Offroad.
aber auch die hat schon ein Fahrwerk, mit dem du fast überall fahren kannst. Okay, und jetzt bin ich gespannt, wie der Faktenfolli die sieht. Vielleicht hat er noch ein paar Fakten für uns. Danke, Wolf, Weltklasse. Faktenfolli, hast du einen Handschuh hergelegt oder hast du irgendwelche Fakten parat für die Maschine? Ich habe auch einen Handschuh draufgelegt. Muss gestehen, irgendwie, wir haben ja nur einen Helm und zwei Handschuhe, deswegen habe ich den Helm schon nicht mehr gehabt und habe dann, weil ich es möglichst aufsprageln wollte, meine Punkte, ihr einen Punkt gegeben. Irgendwie hätte sie eh von mir auch zwei bekommen können, weil es richtig gut funktioniert. Optik, da muss ich sagen, so wie viele andere wahrscheinlich auch, also gefallen tut es mir jetzt nicht so gut, wobei in Natura sticht dieses Orange richtig gut heraus an der Front. Da ist dann dieser insektoide Scheinwerfer wieder passend. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm in Natura, als ich gedacht habe. Aber die Fahrerei ist halt wirklich ein Wahnsinn. Ich finde, die knüpft da an, wo KTM die 97er Duke sozusagen aufhört. Hat jeder dann gedacht, naja, mit dem Motor kommt ja noch was. Oh, eine Adventure. Und genau da macht die weiter, weil der Murl geht dermaßen quicklebendig. Dieser Reihenzweier mit 799 Kubik, 95 PS. Nur unter Anführungszeichen, weil die Duke hat mehr, da haben sie es ein bisschen mehr auf Drehmoment gemacht, 88 Newtonmeter. Aber irgendwie sind das Zahlen, die wurscht sind, weil das ist so nicht aggressiv, aber so spritzig, so quirlig. Orga Motor, taugt mir voll. Sitzposition für mich auch sehr angenehm mit diesen 830, glaube ich, ist die Sitzhöhe. Man kann variieren, 830 auf 850, es ist die niedrigere eingestellt. Ich mit meinen kurzen Haxeln komme damit richtig gut zurecht. Auch die stehende Position im Gelände passt mir daher sehr gut. Auch auf der Moto Guzzi hat mir das eigentlich im Gelände sehr getaugt, wo andere sich beschwert haben. Aber ich glaube, der Wolf und ich, weil wir klein sind bzw. kurze Haxen haben, kommen da sehr gut zurecht. Was ich nicht verstehe, aber da ist auch wieder wahrscheinlich die Abgrenzung von den Top-Modellen. Das Windschild ist nicht ohne Werkzeug verstellbar. Ich meine, das wäre heutzutage schon ein leichtes, das zu machen. Aber das sind für mich jetzt auch Kleinigkeiten. Mir taugt es voll. Und wie ich aufgestiegen bin, das 21er Radl vorne ist halt etwas, wo du da denkst, das könnte eigentlich handlicher sein. Aber wenn es dann einmal fährst und wenn du dich daran gewöhnt hast, und wie der Wolf auch gesagt hat, dieser tiefe Schwerpunkt, das ist schon echt leiwand zum Fahren. Das ist eigentlich für mich schon das Sportlichste von denen da. Ja, das hast du aber einen tollen Punkt angesprochen, den ich jetzt noch ausführen möchte. Ausstattung. Jetzt hast du über Ausstattung beschwert, dass was fehlt. Aber wo fängst du an, wo hörst du auf? Und das haben wir natürlich schon das Problem, dass die Mittelklasse-Enduros, mal Mittelklasse waren, jetzt preislich eh schon so heftig sind, weil wir Journalisten bei den Testvideos immer sagen, ja, aber das könnte noch rein und das hätte ich auch noch gern, das auch noch. Jetzt hast du ein mächtig ausgestattetes Motorrad, mit auch mittlerweile viel Gewicht und hohem Preis, bin ich gespannt, wie Sie das seht. Hättet ihr in der Mittelklasse gern weniger Ausstattung mit drin und einen tieferen Preis und weniger Gewicht oder passt euch das mit der ganzen Ausstattung? Ja. Das Julian ist auch ein Punkt, also die Verstellung des Windschilds hätte wahrscheinlich nicht viel mehr Gewicht drauf. 100 Euro sicher wieder. Nein, aber jetzt vom Geld her, aber jetzt das Gewicht an sich, das finde ich ja wirklich arg, weil wenn das stimmt, was mein KTM-Mitarbeiter gesagt hat, dann ist das Trockengewicht, diese 189 Kilo, tatsächlich nur ohne Sprit. 20 Kilo Spritfass, das heißt, wir kommen auf 209 Kilo. Damit ist ja, der Sprit wiegt weniger als ein Kilo pro Liter. Ja, Entschuldigung, also dann noch weniger. Kommen wir auf, keine Ahnung, 207 Kilo, dann die ist die leichteste vollgetankt von den ganzen hier. Und das spürt man dann auch, finde ich. Bin gespannt, postet jetzt unten drunter Ausstattung, ja oder nein, oder müssen diese Maschinen in dieser Liga die Preise, die Gewichtsklasse, alles nach unten, postet es unten drunter gerne. Ja, und ihr seht es, es ist noch nicht aus. Also wir haben jetzt insgesamt 7 Videos für euch parat, die täglich jetzt um 20 Uhr bei uns auf 1000BSTV hochgeladen werden. Und eins muss ich schon sagen, das Flehen um den Daumen rauf ist diesmal noch intensiver als je zuvor. Weil es sind da 5 mehr oder weniger leibernde Haberer, ja, die für euch alles gegeben haben. Also mehr oder weniger leibernd, aber wir haben wirklich unser Bestes gegeben. Und hinter der Kamera stehen 5, die fast so leibernd sind wie wir. Also könnt ihr euch vorstellen, wie leibernd die sind. Also wirklich 10 Leute haben alles gegeben für euch. Bitte einen kleinen Respekt, Daumen rauf und morgen wieder das nächste Video, die ganze Playlist unten drunter für euch. Danke fürs Mitmachen, danke für die Kommentare. Tschüss und Baba.
jetzt haben wir ein schönes Feld an Motorrädern mit am Start, aber es fehlen natürlich ganz wichtige Motorräder. Ein Motorrad, das leider fehlt, und das ist wirklich unser Fehler, ist die V-Strom 1000. V-Strom 1000 von Suzuki, das Motorrad mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Motorrad, was einen unglaublich universellen Charakter hat und wahnsinnig viel kann. Auch die ein oder andere Schotterpassage, nicht das wahnsinnige Offroad-Raketterl, aber eine ganz tolle Reisemaschine, die ich auch in meinen Livestreams oft empfohlen habe und viele zufriedene Kunden auch gekauft haben. Schwenkt es mal bitte für Sie die Fahne. Wir haben leider bei der Anreise einen Transportschaden fabriziert und haben es nicht mit reinnehmen können. Das heißt, da müssen wir ein eigenes Video nachschieben. In der Produktionsserie geht es sich nicht mehr aus. Und ein anderes Motorrad, was sich natürlich alle erwarten würden, wäre die Tenere 700. Haben wir zwei Probleme. Punkt 1, wir hätten sie bis in den Sommer hinein nicht bekommen als Testbike. Und Punkt 2, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie wirklich reinpasst in den Vergleich von der Preisgestaltung her und auch von der Ausstattungsgestaltung her. Und auch von der Motorleistung her. Da bin ich gespannt auf euer Feedback. Hätte sie hier dazu gepasst oder ist sie zu günstig, zu wenig performant? Ist sie eine Klasse darunter oder ist sie vielleicht genau die richtige Klasse, die man eigentlich in dieser Mittelklasse-Enduro-Liga braucht? Wäre das die Tenere 700? Und letzte Geschichte noch in dem Zusammenhang. Mit der Tenere 700 machen wir natürlich einen zweiten Vergleichstest dann Ende des Sommers, wo wir dann nochmal die härtesten Mitbewerber gegen sie antreten lassen. Das könnt ihr mal gerne unten drunter posten. Ist diese Maschine hier ein Gegner für die Tenere 700 oder nicht? Postet es mal gerne unten drunter.